mit der Idee und mit der Bearbeitung. Welche okay. Punkte, welche Point nehmen wir uns denn vor? Das sind ja zahlreiche und ganz viele, die man hier entwickeln kann. Da seid ihr natürlich, wir alle, gefragt, wo wir uns zu einmachen. Welche Punkte wollen wir weiterverfolgen? Dann auch in die filmerische Art einbringen als Thema, um dann am Thema so zu arbeiten, dass wir dann am 21.09. ist eine Eröffnungspräsentation, wo nochmal dargestellt wird, was soll oder wie weit sind wir mit unserer Gruppenarbeit, welche Ideen haben wir entwickelt. Die Arbeitsgruppe Neue Lebensqualität ist sehr bedeutsam, das ist gar keine Frage. Wir sind in der Großen Koalition auch in der Pflicht, eigenes Profil zu zeigen, aufzubauen. Dazu muss gedankliche Vorarbeit geleistet werden. Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, was ist gutes Leben morgen? Und diese Projektgruppe arbeitet daran, die Lebensqualität für die Menschen zu verbessern. Denn auch ein gutes Leben in gesunder Umwelt ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Dazu gehört eine saubere Umwelt, qualitätsreiches Essen, was unter Bedingungen produziert wurde, wo die Tiere und die Umwelt nicht zu Schaden gekommen sind, wo die Tiere ein gutes Leben hatten, gute Gesundheitsversorgung, Zugang zu Spielplätzen, Zugang zu Parks, Gelegenheit, sich zu bewegen. Viele Dinge gehören dazu, über die wir uns im Alltag vielleicht zu wenige Gedanken machen, die man aber vermisst, wenn man sie nicht hat. Und das ist einer der Schwerpunkte dieser Arbeitsgruppe, die für uns als Vorstand der Fraktion sehr bedeutsam ist, aber auch für die Partei in der Gesamtheit. Deshalb freuen wir uns auf die Projektergebnisse und können den Mitgliedern sagen, ihr gestaltet jetzt die Zukunft, die programmatisch dann die SPD-Bundestagsfraktion ausfüllt.